Was geht ab, Leute? Nerdolet Games, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ich bin jetzt auf den Controller rüber geswitcht, weil ich vielleicht denke, dass das Ganze damit ein bisschen besser funktioniert, weil es mit Maus und Tastatur. Schauen wir mal. Mit Maus und Tastatur war ziemlich ungewohnt. Gucken wir erstmal, wo wir weitergehen. Erstmal plündern. Ich muss nach wie vor sagen, ihr genießt 60 ruckelfreie Frames mit dem Spiel. Anders als dem nicht optimierten Far Cry 4, das Spiel ruckelt ohne Ende. Und ich bin bereit, die Welt von Dragon Age Inquisition zu erkunden. Ich hoffe, ihr seid dabei, denn dieses Spiel ist wirklich genial. Lange nicht mehr ein großartiges Rollenspiel gehabt mit wirklich viel Action. Und da der Dezember trocken ist, steigen wir hier mit voll ein. Achtung, Dämonen! Ich sehe sie! Seid ihr jetzt froh, dass ihr mich dabei habt, Sucherin? Ich nehme noch die Elfenwurzel mit. Denn wir können uns garantiert Tränke brauen und richtig high damit werden. Das ist ja das Ziel, was wir in dem Spiel machen wollen. Richtig high werden. So, jetzt gehen wir voll drauf. Drücke Select für die taktische Dingens und Bummens. Aha. Verwende in der taktischen Ansicht, um ein Schlachtruf abzuwenden, um inzwischen den Zielen zu wechseln. Den rechten Stick. Soll ich überlegen? Rechts, links? Ja, okay. Wechsel zwischen deinen Gruppenmitgliedern und drücke A, um sie anzuweisen, sich an einen bestimmten Ort zu begeben oder einen bestimmten Gegner anzugreifen. RT in der taktischen Ansicht, um die Zeit weiterlaufen zu lassen. Okay. We have a Bogenschütze und ein Magier. Das ist aber kein Kampfmagier. Dieser Kampfmagier... Oh, ich will den nicht beschützen. Nein, 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 was mache ich hier? Wie wechsle ich den Charakter? Da wechsle ich das Ziel, aber nämlich gesagt, wie ich den Charakter wechsle. What the hell? Aha, mit dem, okay. Got it. Wir haben eine Cassandra. Und die Cassandra hält den hier in Schach. Ah, die kann immer nur ein Ziel angreifen. Okay. Dann Standardangriff für die Cassandra. Wir haben einen Magier. Das müssen wir ganz genau planen. Der Magier, der hält sich ein bisschen zurück und greift mit körperliche Effekte auch. Okay. Und greift hier noch mit an. Und du hältst so ein bisschen den hier in Schach. Und... Ah, ich kann ja auch noch die Angriffe. Okay, wir machen die starken Angriffe. Du greifst den gleichzeitig an und machst noch diesen dicken Angriff. Geht das nicht? Warum geht das nicht? Krähenfüße, Fernschuss, Standardangriff. Okay, geht. Erstmal an alles gewöhnen. Du hast dich ja auch irgendwas Lustiges. Du greifst mal an... Wen habe ich gesagt, greifst du überhaupt an? Du greifst den an. Fernschuss, eisige Umarmung und was ist das andere? Wirkungsbereich Angriffe. Wirkungsbereich Angriffe ermöglichen jetzt dir mehrere Gegner gleichzeitig zu attackieren. Das ist nett. Verwende den linken Stick, um den Wirkungsbereich auszurichten. Drücke A, sobald du mit der Position zufrieden bist, um den Wirkungsbereich festzulegen. Das ist pretty cool. Ah, okay. Kein Wirkungsangriff. Ich will einfach nur eisige Umarmung. Und... Du bist noch da. Was hast du denn hier noch? Schildwall. Herausforderung. Zieht wahrscheinlich den ganzen Zeug auf sich. Vergeltungsschlag. Mach mal Vergeltungsschlag auf den. Und los geht's. Ah, dann kann ich die Zeit weiterlaufen lassen. Dann kann ich die wieder stoppen, wenn ich loslasse. Okay. What the hell? Ich will doch gar nicht sie spielen. Ich will mich spielen. Boom. 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 Dicke, fette Attacke. Oh mein Gott, der Controller vibriert sogar. Oh, das hat richtig Gewicht, die ganzen Kämpfe. Das ist klasse. Boom. Bam. Geilomatico. Die sind auch da hinten platt. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Team. Ich habe vergessen, was das macht. Kann ich nicht irgendwo meine Zauber angucken? Speichern, laden, Codex, Inventar, Tagebuch. Inventar. Rüstung, Accessoires. Da bin ich. Boah, ich finde, mein Charakter sieht ziemlich cool aus. Aufwertung, Rüstung, Waffen. Kann ich noch meine Maus benutzen? Nein. Der hat das Interface nämlich fürs Gamepad nur geladen. Kann ich da rein? Ich kann da rein. Ohne mich zu verbrennen. Die Welt von Dragon Age Inquisition ist groß. Wir müssen wirklich alles plündern, jede Ecke nehmen. Ich werde mich jetzt nicht großartig damit beschäftigen.
was wir da finden, sondern einfach nehmen weiter, nehmen weiter. Das können wir alles hinterher machen. Boah, wenn das hier einkracht, ne, bei so einem schweren Kulinari, der hat nichts zu lachen. Ich dachte, wir können irgendwie schneller laufen, aber irgendwie... Ich muss hier gar nicht lang, aber hier war ich noch nicht. Also, ich weiß nicht, wie ihr das denkt, aber man sieht das Blut auf der Rüstung, das Ganze ist voll stimmungsvoll. Das ist schon der Hammer. So, ich gehe jetzt mal ganz weit vor. Dann gehe ich in diese lustige Ansicht und dann legen wir wieder los. Du gehst drauf, Vergeltungsschlag. Dann du... Eisige Umarmung auf ihn. Und dann bist du dran. Mit einem Fernschuss. Und ich renne einfach hoch für den Berserker. Oh, die haben natürlich Aggro gezogen. Das wollen wir verhindern. Ich schlag die ganze Zeit daneben, weil ich eine Stufe höher bin. Lol. So, verhöhnt haben wir die. Okay. Immer drauf, immer drauf. Give me that iron. Zwei Stück. Alles nehmen. Hat sich gelohnt, ein bisschen abseits zu gehen. Wir hatten Kunari in Kirkwall. Eine ganze Menge sogar. Ein ziemlich trübsinniger Haufen. Eines Tages wollten sie dann die Stadt übernehmen und alle töten. Aber ich schätze, ihr folgt nicht dem Kuhn, oder? Ihr seid ein Telbeschoss. Oh, ich darf sogar eine Antwort geben. Fürchte, ich bekehre, obwohl ihr wisst, das ist sehr scharfsinnig, sage ich. Ihr seid wirklich scharfsinnig. Nun, ihr habt noch keinen einzigen Psalm des Propheten Kosloon zitiert. Wenn ihr also nicht nur versucht, euch gut mit der Sucherin zu stellen, ist das recht aufschlussreich. Oh, ich kann die Eimer nicht auseinanderklopfen, beziehungsweise die Fässer. Eimer. Da hinten ist noch ein Haus, da war ich nicht drin. Ja, es wird immer schlimmer, ich weiß, wir gehen da gleich hin. Klang gar nicht gut. Also Dragon Age Inquisition. Hier gibt es so viel zu erkunden, goddammit. Okay. Ein Silberarmband. Hallo? Plünderst du das bitte? Kann ich damit irgendwas anfangen? Ich geh mal für meinen Hauptcharakter in die Accessoires. Lebenswächter-Amulett. Ausgerüstet. Was macht das? Nichts. Okay. Boah, da ist eine Menge, was wir machen können. Attribut Stärke plus 1. Der kann das Eisen bestimmt einfach essen, damit er stärker. Wertgegenstände. Alles klar. Wir fummeln später damit rum. Kann ich meinen Charakteren eigentlich mehrere Befehle auf einmal geben? Das geht, glaube ich, nicht. Da geht immer nur ein Befehl. Ich will zum Beispiel zur Position bewegen und dann angreifen. Das ist ein bisschen komisch. Wir können das ganze Spiel auch so spielen. Oh, das ist interessant. Egal. Weiter geht's. Gehen wir da hoch. Das verschobene Lager. Erkunden, entdecken, wie auch immer. Liegt hier noch was? Seid ihr unschuldig? Ich erinnere mich nicht, was passiert ist. Damit kommt ihr nicht durch. Ihr hättet euch irgendeine Geschichte ausdenken sollen. Das hättet ihr getan. Es ist glaubwürdiger und senkt die Gefahr, auf dem Schafott zu landen. Auf den Schafott? Uiuiui. Ey, ich bin am Anfang des Spiels. Ich kann schon in alle Richtungen gehen und gucken, was hier liegt. Da hinten liegt sogar was. Ich geh kaputt. Das Spiel ist was für mich. Ich weiß noch, wie ich in The Last of Us jede einzelne Ecke erkundet habe, nur um was zu finden. Das ist witzig. Das ist verflucht witzig. Und ich kann sogar springen und ich kann hüpfen und ich kann angreifen. Wir leben eine epische Story. Das wird lustig.
Ich finde es gut, dass er für das Eisen keine Axt oder so braucht, weil total überbewertet. Muss man nicht haben. Als Kunari, da kann man einfach rausreißen. ...48, mein Arsch. Was ist dieses komische Silberzeug da über deren Lebensanzeigen? Keine Ahnung, was das ist. Halt! Die haben schon alles automatisch geplant, das ist witzig. Können sie eigentlich durchführen. Wenn ich die wirklich... Ich habe so richtig Bedenken, dass ich, wenn das ein bisschen länger dauert später, mit den ganzen Kämpfen und so, dass die einfach niedergemetzelt werden, wenn ich denen keine Befehle gebe. Dass die stehen bleiben, dann war es das. Was ist, wenn ich zum Beispiel sage, du gehst hier hin, dann gehe ich wieder zum Hauptcharakter zurück. Dann machen wir einfach mal. Greifst du auch weiter an. Tust du. Sehr schön. Die ganzen Fähigkeiten zurück. Ich will ja nicht nur, dass die einen Standardangriff zum Beispiel macht. Ah, das macht die auch gut. Okay. Du machst auch alles, das ist klasse. Ich muss dir gar nicht so viele Befehle geben. Kannst aber machen, wenn ich es möchte. Also, das ist gar nicht mal so übel. Ich kann den sogar spielen. Ah, ich spiele lieber meinen Kunari. Das ist cool. Sollen wir Abwechslung und ich muss mich noch nicht mal über meinen Hauptcharakter aufregen. Ich bin der Tank. Ich fresse den Schaden. Greift mir an. Wow, das Ganze ist wirklich sehr geil gemacht. Die ganzen WoW-Fuzzis würden mir sagen, bist du am Looten, während du kämpfst. Furchtbar. Ich hoffe, Liliana hat es geschafft, hier durchzukommen. Sie ist ziemlich einfallsreich, Sucherin. Sobald wir das vorgeschobene Lager erreicht haben, wissen wir es. Wir sind fast da. Es ist schön und so, aber mal ganz im Ernst. Will mein Schwert wegstecken. Jep. Jip, 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 jip. Anscheinend wird da immer noch gekämpft, ist mir egal. Ich renne einfach hoch. Der Batgirl mir. Hier sind ganz komische Schatteneffekte. Und ich glaube, wenn ich da hinrenne, bin ich gleich tot. Das Spiel ist witzig, echt. Ich kann hingehen, wo ich will. Die prügeln sich doch, glaube ich, dann noch mit jemandem. Was machen die da? Die schützen sich vor irgendwas. Keine Ahnung. Wir gehen da mal weiter. Ich muss sagen, man kann mit dem Gamepad sehr gut spielen. Man kann zum Beispiel hier die Zauber richtig genial wechseln und dann einfach loslassen. Dann hat man die Zauber wieder. Das ist schon geil. Riss ihm nichts entstehen durch die Schwachstellen im Schleier. Störst du den einmal? Okay, ich muss das Ding zumachen. Kabüm, ich will, dass ihr nicht den angreift. Oh, das macht er gut. Konzentriert sich auf den Fernkämpfer. Ich möchte, dass ihr... Den kümmere ich mich schon. Das mache ich alleine. So, ich möchte, dass du zum Beispiel... Warum geht jetzt... Das mag ich nicht, dass der immer zurückgeht. Kann er gerade keinen Befehl geben? Okay. Ah, wahrscheinlich wurde er gerade getötet. Okay. Der ist auch schon down. Warum gehe ich überhaupt in die Ansicht, wenn das absolut unnötig ist? Das ist krass. Piu, 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 pau. Abgekühlt. Dölön. Das ist ja witzig, ey. Ne, ich bleib erstmal beim Hauptcharakter. Wechsel später ein bisschen durch. Ich geh mal die Energie stören. So, damit keine mehr kommen. Ich fühle mich die ganze Zeit so, als ob ich denen die Befehle geben muss, aber die schlagen sich wirklich sehr gut alleine. Stufenaufstieg. Dein Charakter ist eine Stufe aufgestiegen. Bei einem Stufenaufstieg werden deine Gesundheit und Werte automatisch erhöht und du hältst deinen Fähigkeitspunkt, den du investieren kannst. Fuck, yes. Start fürs Heldenmenü. Yep, yep, yep. Charakterbogen. Hallöchen, Waffe und Schild. Experten, die diesen Stück und Schaden verkraften und der für ihre Verbündeten Tunnel und würde nutzen ihr Schild, bla bla bla. Ja, ich kann meine Verbündeten verteidigen. Ich würde halt als Tank fungieren, quasi. Zweihandwaffe. Schlachtmeister. Mhm. Vorreiter. Schützen ihre Verbündeten, indem sie sich selbst zum Lohn zu Ziel und Schlachtfeld machen. Mhm.
Das hört sich alles interessant an, aber ich will wirklich auf die Kacke hauen mit Zweihandwaffe. Habe ich ja von Anfang an noch gesagt. So, Fähigkeiten. Jeder Fähigkeitsbaum beinhaltet aktive Fähigkeiten. Okay, aktive Fähigkeiten sind durch rautenförmige Symbole gekennzeichnet. Sie können deine Schnellzugriffsleiste, genau, das kann ich mir alle schon vorstellen. Verfügst du über die erforderlichen Fähigkeitspunkte, kannst du sie erlernen. Oh shit. Wollen wir denn nehmen? Was ist das denn hier? Merkellose Verteidigung? Ah ja, okay. Nehmen wir denn da? Das haben wir schon. Leichte Beute können wir auch nehmen. Wir können mächtigen Schlag aufrüsten. Deine kritischen Treffer durchbrechen Rüstung und spalten Schilde. Das hört sich gut an. Fuck yes. Ist gelernt. Schade, ich dachte, ich kriege irgendeinen Sound so zu dünn, haben wir gelernt, aber nö. Ich möchte bestätigen. Wunderbar. Wie kriege ich das jetzt da in die Leiste rein? Oder ist das einfach nur so ein Schlag, den wir ausführen können? Schau nochmal. Deine kritischen... Nee, ist es nicht. Ist eine ganz normale Fähigkeit. Okay, anwenden, zurück. Taktiken. Attribute und Verhalten, das ist genial. Kann ich dir ganz genau sagen, wann die Heiltränke verwenden sollen, wann nicht? Attribute müssen wir, glaube ich, gar nicht selber vergeben. Nee, das macht er automatisch. So, hier bin ich. Aber ich habe nicht meine Fähigkeit hier drin. Das müsste eigentlich eine einzelne Fähigkeit sein. Jetzt habe ich es nochmal auf B gelegt. Das ist interessant. Na gut. Anscheinend haben wir es nicht. Nur meine kritischen Treffer. Der Riss ist weg. Öffnet das Tor. Sofort, Lady Cassandra. Im Moment sind wir sicher. Gut gemacht. Total blutverschmiert. Was auch immer dieses Ding auf eurer Hand ist, es ist nützlich. Cool, meine Tränke kann ich einfach mal so wieder auffüllen. Muss die nicht kaufen. Geschafft. Kanzler Roderick, das ist... Ich weiß, wer er ist. Als Großkanzler der Kirche befehle ich euch hiermit, diesen Verbrecher nach Val Royaux zu bringen, wo ihn seine Hinrichtung erwartet. Ihr befehlt es? Ihr seid ein besserer Büttel, ein Bürokrat. Und ihr seid eine Handlangerin, und zwar eine, die angeblich der Kirche dient. Wie ihr sehr wohl wisst, Kanzler, dienen wir ihrer Heiligkeit. Justinia ist tot. Wir müssen eine Nachfolgerin wählen und uns dem beugen, was sie in dieser Angelegenheit entscheidet. Was ist mit der Bresche? Also, hier hat niemand das Sagen. Also hat hier eigentlich keiner von euch tatsächlich das Sagen. All unsere Anführer sind tot! Lasst uns abziehen, Sucherin. Unsere Lage hier ist hoffnungslos. Wir können das alles noch aufhalten, bevor es zu spät ist. Und wie? Selbst mit all euren Soldaten werdet ihr nicht lange genug überleben, um den Tempel zu erreichen. Wir müssen zum Tempel. Das ist der schnellste Weg. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ein ganzer Trupp ist auf diesem Weg verschollen. Es ist zu riskant. So hört doch auf mich. Gebt diesen Plan auf, bevor es noch mehr Tote gibt. Wie sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Ganz einfach. Keine Ahnung. Ihr fragt nach meiner Meinung. Jetzt interessiert es euch also, was ich denke. Ihr tragt das Mal. Und ihr seid der Einzige, den wir am Leben erhalten müssen, da wir es nicht schaffen, uns zu einigen. Shit, okay. Greifen wir mit den Soldaten an oder nehmen wir den Weg durch die Berge?
Ein groß angelegter Angriff mit Soldaten, die sicherstellen, dass ihr den Tempel erreicht. Die Speer auf dem Pass sind womöglich verloren. Schnell aber indirekt. Soldaten werden andernorts als Ablenkung dienen. Das Problem wird früher angefangen, doch es könnte Da wird es überall Verluste geben. Das heißt, wir können volle Pulle angreifen mit den Soldaten. Und ihr seid der Einzige, den wir am Leben... Okay, das. Wir müssen volle Pulle angreifen mit denen und die machen uns dann eine Bresche, damit wir durchkommen. Oder, schnell aber indirekt, Soldaten werden an anderen Ort als Ablenkung dienen. Das Problem wird früher angegangen, doch es könnte Verluste geben. Greif mit den Soldaten, hört sich ein bisschen doof an. Es könnte Verluste... Es wird überall Verluste geben. Ich hasse das, wenn ich zur Wahl gestellt werde. Wahrscheinlich wird mir das noch danach gehalten über das ganze Spiel. Schnell, aber indirekt. Doch es könnte Verluste geben. Oh, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Wie werde ich mich entscheiden? Dun, dun, dun.